Wir haben ganz klar sportliche Ziele, das heißt, wir wollen Weltmeistergürtel, Sauerland, dass man sich weiterentwickeln muss. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich halte mich an Absprachen. Da muss man natürlich fragen, wofür hat Tyron eigentlich den Manager bezahlt? Nach Börsenzahlung sogar auf 1 Million Euro Börse verzichtet. Bei Universum Box Promotion, Ruslan Chagayev, Andreas Kutelny, Gennady Golovkin, jetzt ein ganz großer in den USA. Da ist die Idee entstanden, eine eigene Boxhalle zu machen. Mein Name ist Jürgen Bremer, ich bin Trainer und aktiver Sportler und ja, es ist meine Boxhalle. Warum hast du dich entschieden, eine eigene Boxhalle zu machen? Ja, die Idee ist mir gekommen, als ich damals einen Vertrag mit Sauerland Event eingegangen bin und wieder begonnen habe zu boxen. Und zwar, ich habe damals einen Vertrag bei Sauerland unterschrieben und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sie immer noch trainieren wie vor 20 Jahren. Da muss man eigentlich jetzt langsam sich umstellen, weiterdenken und andere Trainingsmethodik entwickeln, so wie es die Leute im Ausland machen. Und da ist mir eigentlich schon die Idee gekommen, eine eigene Boxhalle zu machen. Du hattest doch bei Sauerland auch die Möglichkeiten, in vielen Boxhallen zu trainieren. Was hat dich denn daran gehindert oder was hat dir denn nicht gefallen? Ja, gefallen hat mir das zum Beispiel überhaupt nicht, dass das Training halt noch so gemacht worden ist wie vor 20 Jahren, wie ich das selbst als Amateur kannte. Und das fand ich dann schon bedenklich. Also da kann man ja nicht von reden, dass dort eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Und da kam mir eigentlich die Idee, was Eigenes zu machen und weil ich ja noch sehr viel Kontakt auch zu anderen Sportlern habe, die in anderen Ländern trainieren, zum Beispiel in den USA, England, Russland, Ukraine. Ich habe ja mit vielen Leuten zusammengearbeitet, bevor ich bei Sauerland unterschrieben habe und da war ich ja bei Universum Box Promotion, hat unter anderem Ruslan Chagayev, Andreas Kutelny, Gennady Golovkin, jetzt ein ganz großer in den USA, Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Juan Carlos Gomez, also alles sehr erfolgreiche Leute. Darius Mihalcevski, einer der erfolgreichsten Halbschwergewichtler überhaupt, Istvan Kovac, zusammengearbeitet und man ist natürlich heute noch in Kontakt und da muss man ganz einfach sagen, die haben sich einfach weiterentwickelt in der Trainingsmethodik und was sie machen und man spricht nicht mehr so viel wie früher. Früher haben wir uns täglich gesehen, aber jetzt ab und zu mal im Jahr telefoniert man auch mal oder sieht man sich auf Events und da spricht man schon, wie trainiert ihr jetzt, was macht ihr anders. Das mir ist halt schon extrem aufgefallen und dass wir in Deutschland so, wie wir zurzeit trainieren, nicht auf dem Stand sind. Und ich ganz einfach der Überzeugung bin, dass wenn es so weitergeht, wir bald ganz abgeschlagen sind von der Weltspitze. Du kriegst es ja mit, wie sich die Zeit, gerade die Boxzeit, verändert. Hast du denn nicht mal mit Sauerland probiert, das Gespräch aufzunehmen und zu sagen, die Zeit verändert sich, lass uns dran arbeiten, warum machst du das dann jetzt so? Angesprochen habe ich es damals schon mal, Kalle, Sauerland, dass man sich weiterentwickeln muss und da ist die Idee entstanden, eine eigene Boxhalle zu machen und nicht, dass ein Trainer mehr alleine alles macht und dass man einen Athletikcoach braucht und dass natürlich das technik-taktische Training, dass das der reine Boxtrainer macht, ist klar, aber dass man sich ganz anders aufstellt, das ist jetzt heute ganz wissenschaftlich ganz neue Trainingsmethodik gibt und das ist immer das beste Beispiel, ist immer der Fußball, finde ich, wie die sich ja da jetzt weiterentwickelt haben. Und so ist das im Boxen auch. Und ich habe mir mal damals den Kampf angeguckt von Henry Maske, wo er Weltmeister wurde. Ich glaube, 94 war das oder 93. Muss man sich mal jetzt den Kampf angucken im Halbschwer. Und so, da sind Welten zwischen, allein vom Tempo, Schnelligkeit, von der Kombination, von der Vielseitigkeit. Und da muss man auch mitgehen, mit dem Training. Und das haben wir halt verpasst. Die Engländer, die waren ja auch an so einem Punkt vor 10 Jahren, wo jetzt Deutschland ist und haben das umgestellt.
das ganze Training. Und man sieht ja jetzt, wie weit sie gekommen sind. Jetzt sind sie wieder alle oben da und fahren jetzt die Ergebnisse ein. Das haben wir halt verpasst, weil natürlich auch immer, ist auch schwierig, die älteren Trainer, die halten auch gerne fest und alles, was da neu kommt und so, das probieren die natürlich wegzubeißen. So ungefähr, ja, das haben wir jahrelang so gemacht, das war schon immer gut und so ungefähr, so bleibt das. Jetzt haben wir das Ergebnis, so bleibt es halt nicht. Jetzt müssen wir halt das Training neu gestalten, es muss sich neu entwickeln, es muss auch ein Umdenken stattfinden und da probiere ich natürlich jetzt ein bisschen Vorreiterrolle einzunehmen und bin davon überzeugt, wir haben viele gute Talente und die muss man halt dahin entwickeln. Und das war schon damals meine Überzeugung, dass natürlich ein langwieriger Prozess, das machst du nicht im halben Jahr oder in einem Jahr, das machst du halt so in so einem Olympiazyklen, sag ich immer so, in 2 bis 4 Jahren. Und da kann man so eine Entwicklung langsam feststellen. Jetzt musst du schon an den 16-Jährigen, 17-, 18-Jährigen, da musst du beginnen eigentlich, da geht's los in den Juniorenzeiten. Und wenn du erfolgreich sein willst für Olympia 24 oder Olympia 20 jetzt in Tokio, musst du jetzt eigentlich die Leute, die du hast, die musst du jetzt eigentlich da speziell drauf hinführen. Und das sehe ich noch nicht ganz so. Also gucken ja immer noch die Leute hin und her zu schieben und dass sie, also ich sehe noch kein richtiges Umdenken. Und das Ergebnis werden wir dann sehen in der nächsten Zeit. Ja, und wie gesagt, und das mit Sauerland hat sich dann halt so ergeben, dass ich halt so mit diesen, entweder macht man was, dann lebt man damit auch, oder man macht es halt nicht. Und es kam halt nicht dazu, erst ja, und jetzt auf einmal, oh nee, doch nicht und so. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du die Idee von einer Halle, von einer neuen Trainingsmethode eingebracht, dann wurde das von Sauerland bestätigt, du hast dann die Mühlen in Bewegung gesetzt, hast dich um Objekte gekümmert in Heimatnähe und du bist dann alleine mit diesem Projekt stehen geblieben. Ja, man muss ganz einfach sagen, dass ich natürlich eine Grundvoraussetzung für, glaube ich, dass man einen richtig erfolgreichen Sport betreiben kann, ist natürlich auch das Umfeld. Das heißt, dass man Sachen kalkulieren kann. Das ist für einen Sportler ganz wichtig, dass sie wissen, okay, dann und dann sind Wettkämpfe, dann und dann habe ich meine Auszeiten, dann und dann sind die Trainingsphasen. Und für mich war immer wichtig, Umfeld, Trainingshalle, kurze Wege und ich sag mal, relativ ruhige Umgebung. Berlin ist eine tolle Stadt, ist alles gut und schön, aber wenn du von A nach B für eine ärztliche Untersuchung 2 Stunden durch den Stadtverkehr brauchst und zurück und dann auch dann trainieren musst abends. Und ich habe es ja 2 Jahre gemacht, ist schon grenzwertig. Das ist schon grenzwertig. Und ich hatte mir nie die Phase, dass ich jetzt mich so zurücklehnen konnte und Ruhe hatte. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, wenn man so ein Projekt macht, dann muss man sich einen Ort aussuchen, wo alles ziemlich schnell erreichbar ist, wo es relativ überschaubar ist. Ich würde jetzt keine Millionenstadt nehmen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Da war natürlich Schwerin ist prädestiniert dafür. Schwerin war auch schon immer eine Sportlerstadt und gerade eine Boxstadt, ne? Und das war natürlich für mich auch aus familiärer Sicht natürlich ideal. Du kannst hier sogar Sport treiben, meine Familie ist hier. War für mich eigentlich klar, dass ich sowas in Schwerin starten werde. Es ist halt so, dass ich alle Mühlen in Bewegung gesetzt habe, alles das unternommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe und halt nur Sauerland abgesprungen ist, weil sie dann irgendwie denkt, das doch nicht so recht ist. Ja, wenn wir beim Thema Sauerland gerade sind, anfangs lief ja eure Zusammenarbeit auch eigentlich blendend und dann hat man ja mitbekommen, dass es so ein bisschen gebröckelt ist, dass bei dir auch Vertragsunstimmigkeiten waren in der Vergangenheit. Wie hat sich das kristallisiert, dass es so schwierig wurde bei dir? Ja, ich muss ganz einfach sagen, also damals die Zusammenarbeit mit Sauerland begann, ich sag mal, mit einem, eigentlich fand ich ein angenehmes Gespräch mit Wilfried Sauerland auf Mallorca in irgendeinem Golfclub. Da ging es ja nur darum, Mensch, und, ach, du kannst doch noch boxen, wieso boxst du nicht und so. Und ja, dann habe ich halt so gesagt, ja, könnte ich eigentlich machen und so. Und irgendwie hatte ich auch noch Lust darauf. Haben dann natürlich so eine kleine Vereinbarung schon dort getroffen und
wo es dann hieß, okay, machen wir 2 Aufbaukämpfe und dann machen wir eine Meisterschaft und so. Und du hast dann eine Zeit lang nicht geboxt, so dass wir eigentlich in ziemlich kurzer Zeit eine vertragliche Vereinbarung hatten. So, ich habe den Vertrag unterschrieben bei Sauerland und zu den 2 Kämpfen zum, ich sag mal, wieder reinkommen kam es gar nicht. Ich habe gleich um die Europameisterschaft geboxt gegen Eduard Gutknecht. Und das war schon, ich sag mal, da fing schon die erste Unstimmigkeit an und so, dass ich halt gar keine Chance hatte, so richtig reinzukommen. Aber das war mir auch egal. Ich habe damals so gesagt, naja, gut, ist eigentlich egal. Ich probiere jetzt, ist ja auch was. Einfach so aus dem Kalten raus gleich Europameister werden gegen einen relativ starken Gegner. War für mich eigentlich persönlich eine Herausforderung. Und ich bin ja auch als Sieger hervorgegangen und war alles gut. Es lief eigentlich alles so. War immer so ein bisschen, man musste immer so viele Sachen so nachhaken und nachfragen, aber es war eine gute Zusammenarbeit am Anfang. Das Problem begann ganz einfach, als natürlich den Sauerland-Event nicht weiter bei der ARD die Vertragsverlängerung kam und dann ging es ja um den Sat.1-Deal. Da muss man ganz einfach sagen, da habe ich meinen Vertrag gekündigt, weil der basierte halt nur für ARD. Damit fing eigentlich so ein bisschen schon die Unstimmigkeiten an. So ein bisschen, ja, dass der Vertrag auch für Sat.1 gilt und so, aber das war halt nicht so. Wir haben ihn speziell auf der ARD ausgerichtet und so. Da bin ich ja immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen komisch, aber ich möchte das schon immer ganz klar formuliert haben, damit nachher keiner sagen kann, ja, aber wir hatten das gesagt und meinen das. Und wenn ein Vertrag ARD drinne steht, dann gilt der Vertrag für mich auch nur für die ARD und nicht für Sat.1. Und damit fing eigentlich schon damals so ein bisschen die Unstimmigkeiten an. Da hatte ich dann, ich sag mal, ja, so anstrengende Gespräche mit Kalle Sauerland. Eins, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, das war dann in Hamburg, Blankenese, da so ein Restaurant, wo ich mit ihm unter 4 Augen saß und ihm erstmal erklären musste, wie aus meiner Sicht her die rechtliche Situation mit dem Vertrag ist. Und ich ihm dann natürlich auch die Pistole auf die Brust gesetzt habe und gesagt habe, schreib jetzt bitte diese Auflösung, weil sonst muss ich es einklagen, dass der Vertrag keinen Bestand hat. Hat er denn auch widerwillig getan, weil er es wahrscheinlich sich auch vorher rechtlich erkundigt hat. Aber ich loyal war und zu ihm gesagt habe, pass auf, wir machen jetzt schon Sat.1 gesonderten Vertrag und dann sind doch alle glücklich. Und so, ich sage, ich lasse euch nicht in den Stich. Wir sind jetzt den Weg gegangen, den will ich auch mit euch weitergehen. Egal, ob jetzt alles so rund war oder auch nicht, aber nach Börsenzahlung sogar auf 1 Million Euro Börse verzichtet, weil der Sat.1-Vertrag war halt nicht so finanziell vergütet wie halt die ARD. Das damals getan hat und damit die mich bei Sat.1 unterbringen können. Und ich bin auch da den Weg mit denen gegangen. Und bis zum Schluss, ich habe denen manchmal sogar Zahlungsaufschübe von über 1 Jahr gewährt. Ich mir selber kann mir nichts vorwerfen und sagen, so, ich habe probiert, immer korrekt, ordentlich zu arbeiten mit Sauerland Event. Und ich finde es halt schade, wie sich das jetzt so entwickelt hat, aber es war absehbar, muss man auch ganz einfach sagen. Also ich bin halt so ein Typ, ich mache so bis zu einem bestimmten Punkt, mache ich halt alles mit, aber ich bin auch dann irgendwie, dann reicht es mir. Über Jahre immer wieder sagt so, pass auf Jungs, ihr müsst eure Zahlungsverpflichtung nachkommen, ihr müsst eure Absprachen einhalten und. Und so hat sich das nachher, ich sag mal, so ein bisschen entzweit. Das ging ja nachher so weit, dass man sagt, ey, pass auf Jungs, ihr seid mir sogar noch einen Sat.1-Kampf schuldig. So, ne, da gibt's, bei mir gab es eine ganz klare Feststellung der Kampfbörsen und so. Und das konnten sie halt nicht mehr liefern so richtig. Und dann hatten sie halt mir ein Angebot gemacht halt für die WBSS. Aber dafür musste ich dann die Verpflichtung, die Sauerland Event mir gegenüber hat, sagen, okay, das ist beendet. Und so bin ich eigentlich in dieses WBSS-Turnier gekommen. Es war einfach so aus der Not heraus, weil Sauerland Event noch Verpflichtung hatte und ich habe gesagt, ihr müsst wenigstens die Verpflichtung einhalten, weil ich bin schon von der ARD zu Sat.1, habe ich auf 1 Million verzichtet. Jetzt gebt mir wenigstens den letzten Kampf, den ihr vereinbart habt. Und naja, dann kam dann der Deal mit der WBSS und so und wie das jetzt entstanden ist, das kennt ja jeder. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die auch, denke ich mal, die Öffentlichkeit interessiert. Tigran Zeuge, wie ist das Verhältnis? Weil in der Öffentlichkeit wurde es ja ein bisschen so dargestellt, dass Tigran immer der liebe Junge war, immer mit Sauerland
keine Probleme hatte und seitdem du auf dem Schirm bist, Taigen nicht mehr das Arbeitsklima haben kann mit Sauerland wie zuvor. Wie ist denn da deine Meinung? Ja, da gibt es ja eine ganz klare Meinung. Ich meine, man braucht ja nochmal die Zeit vor 2 Jahren zurückdrehen und dann kann man sich das ja angucken, wie das wirklich war. Und zwar war ja Taigen davor eigentlich aufzuhören. Der war ja eigentlich, der hat in 2 Jahren nicht geboxt oder über ein Jahr nicht, glaube ich. Hatte irgendwie keine Lust mehr an den Sport. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Mensch, mach den Sport doch weiter. Das ist doch das eigentlich, was du möchtest und was du auch kannst. Und Sauerland hatte doch gar keinen Zugriff mehr auf ihn. Das war eigentlich für ihn alles selber da in so einem vertraglichen Verhältnis da, ich sag mal, so verstrickt, dass er sich da auch irgendwie keine Auswegsmöglichkeit fand und so. Und ich für Sauerland ins kalte Wasser gesprungen bin und gesagt, pass auf, Taigen, komm nach Schwerin, mach mal ein bisschen Training mit, guck doch mal, wie dir das gefällt und dann schauen wir mal, wie es mit dir weitergeht. Und das hat Sauerland so sehr gefallen, dass sie gesagt haben, nee, das machen wir, das unterstützen wir, das ist ja super. Bei Sauerland ist immer alles super, wenn es für sie so läuft, wie sie sich das vorstellen. Liefert bis jetzt alles so, wie sie sich das vorgestellt haben. Er wurde Weltmeister. Ich meine, er wurde in so einer kurzen Zeit jetzt Weltmeister. Er hat natürlich auch Sauerland einen Anteil dran. Aber dass er überhaupt dahin kam, da haben ganz viele andere Leute einen Anteil dran. Und der kleinste daran, dass er auf diesem sportlichen Niveau überhaupt nachher kam, das war Sauerland. Das muss man mal ganz klar sagen. Und es ist schon klar, sie sagen, er ist immer der liebe, nette Junge und so. Wenn ich einen 19-Jährigen, ne, einen Vertrag vorlege und ihm mit 500 Euro im Monat winke, ne, unterschreibt dir das fast jeder 19-jährige Junge. Ne? So, und dass das die Art und Weise ist, wie sie da so mit manchen umgehen, ist ja nun auch nicht im Verborgenen geblieben. Und da muss man auch mal sagen, dass sie eine ganz falsche Wahrnehmungskraft haben. Wie man halt mit so einem Menschen, so wie mit Taigen. Taigen wird heute wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo der wäre, aber nicht im Boxring. Taigen ist, glaube ich, noch genauso, wie er vorher war. Halt ein bisschen trainingsfleißiger, ein bisschen, glaube ich, fokussierter jetzt auf seine Aufgaben. Aber er ist natürlich auch erwachsen jetzt langsam geworden und ist mit der Zeit ist halt nicht mehr 19, er ist 26 und mit der Zeit halt will er auch schon mal wissen, was er da unterschrieben hat, was nicht, oder dass das alles doch nicht so gut war, das ist ihm dann auch aufgefallen und ist doch für jeden legitim und sich darüber zu erkundigen, sich dafür einen Anwalt zu holen für Sachen, die man nicht versteht, wo er mich auch als Ratgeber nimmt und mich einfach fragt. Ich kann ihn ja nicht einfach schon sagen, ja, das ist ja super, was du da unterschrieben hast, aber es ist nicht super. Er hat einfach einen richtigen Scheißvertrag unterschrieben, das muss man ganz einfach sagen. Sowas unterschreibt man nicht. Und außerdem hat sowas auch irgendwie gar keine, das sind so Formularverträge. Da würde ich jetzt ein bisschen zu viel ins Detail gehen, um den Leuten das zu erklären, dass das eigentlich so gar nicht geht. Muss man sich natürlich rechtlich erkämpfen und so. Jetzt hat ja Sauerland erkannt, dass das so gar nicht so richtig rechtlich Bestand hat, was sie da tun. Aber sie drücken und knebeln natürlich damit die Leute. Und ich bin der Letzte halt, weil ich sage dann den Taigen, das ist scheiße, weil das ist, guck mal, wie du das am besten. Ich würde dir einfach raten, nimm dir einen Anwalt. Die kennen sich damit mehr aus. Wenn du da was anderes haben willst, dann musst du dir einen Anwalt nehmen, weil von selber machen sie es nicht. Und so ist das entstanden und so ist die Entwicklung auch bei Taigen eigentlich gekommen. Einfach nur, weil er sein Recht haben wollte, ist jetzt so die Entwicklung und diese Verfahrensweise gekommen, so wie Sauerland jetzt mit ihm umgesprungen ist. Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, das eine oder andere Statement von Sauerland sich durchliest, dass Sauerland gerne die Zusammenarbeit mit Taigen Zeuge weiter fortführen will, unter anderen Bedingungen, würde ich sagen, dass die Bedingung gemeint haben, dass sich Taigen von seinem jetzigen Trainer oder von seinem jetzigen Boxumfeld trennt. Wie siehst du das? Ja, na klar ist das gemeint. Ne? Unter anderen Voraussetzungen würde Taigen sogar einen besseren Vertrag bekommen. Und so, das habe ich natürlich auch gelesen und gehört. Und ich habe es auch selber Taigen gesagt. Pass auf, Taigen, du bist jetzt vertragsfrei. Du kannst dein Leben selber neu bestimmen. Du bist nicht mehr gefangen in diesen, ich sag's mal auf Deutsch, in diesen Sklavenvertrag. Du kannst jetzt selber neu bestimmen, was du machen möchtest. Und sogar, ich sag, guck mal, siehst du ja, sogar Sauerland bietet dir jetzt einen besseren Vertrag an. Also egal in welcher Seite sich das entwickelt, du hast was rausgeholt, du hast gewonnen.
So, also ich bin der Letzte, der da am Wege steht. Das muss der Tarim für sich entscheiden. Der ist 26 Jahre oder 27 jetzt. Der muss ja selbst entscheiden, was er jetzt möchte und was nicht. Aber er hat jetzt eine Grundvoraussetzung, sich neu auszurichten. Er ist nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis und da muss er halt sehen, da muss er clever taktieren auch. Und es ist auch klar, dass Sauerland ihn zurückhaben will. Ja, welche können damit umgehen und welche nicht? Und Sauerland kann damit halt nicht umgehen und so. Aber ich kann damit leben. Also, und für Tyrion ist jetzt ganz einfach die Situation so, er kann sich eigentlich neu ausrichten, er kann sein Leben neu bestimmen, er kann selbst bestimmen, was er machen möchte, wo er boxen möchte, wo er trainieren möchte. Er kann halt alles jetzt selber neu bestimmen. Vor der Wahl steht er. Das können nicht viele. Und jetzt liegt es ganz einfach an Tyrion selber. Wie siehst du das denn, dass man als Weltmeister, das, was jetzt ja auch bekannt wurde, dass das Management keine Rückkampfklausel hatte? Viele reden ja darüber. Wie siehst du das denn, dass man so eine Situation hat und anscheinend ja, um den Sportler zu schädigen, Klauseln aus Verträgen rauslässt, die ja eigentlich immer drin sind von Leuten, wo man sagt, okay, er hat einen Manager, der das Beste für ihn will, aber am Endeffekt so einen Vertrag zulassen kann. Wie siehst du das denn? Naja, ist ja schon, man muss ganz einfach sagen, das beißt sich ja schon selber. Wenn der eigene Manager, der ja das Beste für einen will und das meiste für einen, ich sag mal, rausholen will, dann ist der Minimum ist eine Rückkampfklausel. Und ich habe ganz, ganz viele Kämpfe miterlebt und ich glaube, jeder Matchmaker, der Kämpfe organisiert und so gerade freiwillige Titelverteidigung, die er eigentlich gar nicht nötig hat, die er eigentlich gar nicht machen muss, ist immer eine Rückkampfklausel drin. Für mich ist eine vorsätzliche Schädigung und man muss ja auch sagen, wer sich nachher nach dem Kampf im Interview so hinstellt, ja, ich kann das organisieren, aber unter den und den Voraussetzungen und so, da muss man natürlich fragen, wofür hat Tyrion eigentlich den Manager bezahlt? Dass er sich jetzt nach so einem Kampf, nach so einer Ansetzung, nach so einer kurzen Vorbereitung her, sich großmäulig in den Ring stellt und sagt so, ihr könnt das machen, aber unter anderen Voraussetzungen. Da muss man ja schon von ausgehen, dass das ja arglistig ist, was da gemacht worden ist. Und insgeheim glaube ich, dass da irgendeine Vereinbarung getroffen worden ist, von der wahrscheinlich Tyrion nichts weiß. Dass Sauerland hintenrum ja doch partizipiert an den nächsten Kampf von Rocky Fielding. Und davon gehe ich aus. Das muss man jetzt mal sehen. Also meiner Meinung nach gibt es da Schadensersatzansprüche für Tyrion. Wenn man sich so äußert, das so sagt und das dann nicht, obwohl er es kann oder meiner Meinung nach sogar zu verpflichtet gewesen wäre oder auch ist und immer noch. Aber das müssen halt andere Leute entscheiden. Da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für. Aber meiner Meinung nach gibt es da eine ganz klare Pflicht und er hat dafür Geld bekommen. Und ich finde, dafür muss er auch leisten. Ich glaube, so ein Manager wird nicht bezahlt, damit er vorne in der ersten Reihe sitzt und da sich kundtut. Das ist für mich kein Managerverhältnis. Kannst du dieses ganze Thema mal vielleicht ein bisschen erläutern? Was ist JB German Sport? Arbeitet Tyrion jetzt mit dir zusammen? Hat er einen Vertrag unterschrieben unter JB German Sport? Kannst du den Zuschauern mal bitte eine Erläuterung geben? Ja, ich muss ganz einfach sagen, das war gar nicht so einfach. Wir sind ja jetzt an so einen Punkt gekommen, das, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich wollte eigentlich selber eigentlich nie veranstalten. So, ich fand das eigentlich so ganz gut. Für mich so der sportliche Part. Und ein Veranstalter, ich sag mal Sauerland-Event oder damals Universum Box-Promotion, soll jeder das machen, was er kann. Und ich habe mich eigentlich immer wohl in der Rolle gefühlt, nicht so präsent zu sein und so. Ich bin ja nicht so der Typ, der jetzt in der ersten Reihe sitzen muss, da im Anzug mich dahin zu setzen. Das wollte ich halt immer nie so richtig. Aber wir sind halt jetzt in der Situation, wo wir den Weg gegangen sind, wo wir es machen müssen, halt davon überzeugt, dass man auch es machen muss, weil wir eigentlich auch zeigen wollen, wir wollen richtigen Sport, wir wollen ehrlichen Sport, ehrliche Kämpfe und wir werden jetzt demnächst, wir suchen uns jetzt Partner, wir sind in ganz guten Gesprächen, dass wir jetzt demnächst selbst veranstalten werden.
wahrscheinlich auch Partner hinzuziehen. Mit großer Sicherheit wird es nicht Sauerland-Event werden. Deswegen ist das jetzt so entstanden. Tyron Zeuge trainiert hier, ist hergekommen. Er will sich richtig vorbereiten, er will im nächsten Kampf richtig zeigen, was los ist. Und das finde ich gut. Er brauchte schon ein bisschen Zeit, das alles ein bisschen zu verarbeiten. Und das ist einfach wichtig, dass er jetzt so ein bisschen rauskommt, dass er auf der Trainingshalle ist, dass er trainiert, dass er hart trainiert, dass er weiß, wo seine Defizite sind, dass er daran arbeiten möchte und dass er so, das spricht auch für ihn, dass es nochmal so ein Entwicklungsschub. Er ist ja noch relativ jung, hat in der Zeit jetzt eine Menge erlebt im Profiboxgeschäft und er kann ja gegen alle boxen, die jetzt Sauerland-Event zu bieten hat. Vincent Feigenbutz, Arthur Abraham, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch ist. Ach, Leon Bauer, aber der ist noch viel zu jung. Da kann man ja Kämpfe machen, warum nicht? Ich glaube ganz einfach, dass vom sportlichen Niveau hier wir das Höchste haben mit Tyron. Auch natürlich einer, der die nächsten Jahre bestimmen wird, wenn er jetzt daran bleibt, wenn er so fleißig, wie er jetzt hier begonnen hat, die Wochen jetzt, bleibt und so, kann das Tyron meiner Meinung nach ein ganz großer werden. WM-Titel zurückholen, das ist ganz klar. Das ist jetzt eine ganz große Challenge, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, ganz einfach, wir wollen hier einfach mit ehrlicher, sportlicher, mit harter Arbeit überzeugen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir machen es halt ein bisschen anders. Wir machen es ein bisschen halt so, wie ich mir das vorstelle. Professionell. Und Sachen, wovon ich keine Ahnung habe, überlasse ich anderen. Sachen, wo ich meine, dass ich Ahnung von habe, die mache ich selber. Wir sind jetzt noch ein etwas kleines Team, aber wir haben eine enorme Resonanz. Also ich habe enorme Anfragen hier. Also eigentlich könnte die Halle hier Tag und Nacht ausgebucht sein, aber ich möchte halt diesen großen, vielen Wirbel hier nicht so haben. Ich möchte schon, dass jeder individuell seine Stärken gefördert werden und seine Schwächen abgebaut. Dementsprechend probiere ich das jetzt nicht so inflationär zu halten, dass jetzt hier jeder kommen kann, der so ungefähr möchte und meint, er kann so mitmachen. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte schon gucken, wer hat das Potenzial. Was mir noch ganz viel am Herzen liegt, ist, dass wir mit den Amateuren ganz eng zusammenarbeiten, weil ich finde, immer ganz wichtig ist eine Grundsache, dass man einfach eine ganz gute Amateurlaufbahn noch hat, bevor man ins Profigeschäft einsteigt. Das sieht man auch an allen Leuten, die jetzt oben in der Weltspitze sind. Die haben alle meistens eine richtig gute Amateurlaufbahn hinter sich. Und dass das Grundgerüst vom richtig erfolgreichen Profiboxer ist, eine richtig gute Amateurkarriere. Da probieren wir auch mitzuarbeiten, mitzuhelfen und probieren uns da gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, das klappt hier in Schwerin ganz gut. Keiner, mit dem du hier zusammenarbeitest, besteht ein Vertragsverhältnis. Du hast eigentlich immer ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis. Als Geschäftsmann könnte man sagen, es wäre dumm, keine Verträge zu machen, aber aus menschlicher Sicht, warum entscheidest du dich so? Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, irgendwann müssen wir Verträge machen, das ist ganz einfach so. Es geht doch um Partner, dass sie eine langfristige Planung haben. Auch die wollen wir haben. Aber ich mache es ganz einfach jetzt so, jeder, der hierher kommt oder der hierher möchte oder sonst was, der muss auch überzeugt sein von dem, was wir machen. Ich finde ganz einfach, so ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis ist ganz, ganz wichtig. Und das machst du halt nicht, indem du ihn in der ersten Woche einen Vertrag unter die Nase reibst. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich halte mich an Absprachen, wenn ich was besprochen habe, ich gebe die Hand drauf und dann halte ich das auch ein. Alles andere kommt mit der Zeit. Und manchmal ist es auch so, ich möchte das gar nicht haben, dass hier einer kommt und sagt, ja, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag, weil er hier unbedingt her möchte oder so. Dann sage ich erstmal, halt, guck dir das so erstmal an. Trainiere hier mal mit, mach mal einen Kampf, guck dir erstmal, ob das für dich passt. Und dann kann man immer noch über ein Vertragsverhältnis reden. Ein Vertrag ist natürlich auch immer eine gegenseitige Absicherung. Ist jetzt nicht für uns oder für mich gegenüber einem Veranstalter oder einer Eventfirma. Wenn wir jetzt einen Vertrag machen mit GB German Sports und so, ist ja auch eine gegenseitige Absicherung für den Sportler, dass er auch noch im zweiten Kampf eingesetzt wird oder im dritten. Vertrag, finde ich, muss immer so aufgebaut sein, dass es gegenseitige Rechten und Pflichten gibt. Und dafür ist eigentlich ein Vertrag da. Ich meine natürlich nicht so einen Sauerland-Vertrag, wo nur einer Pflichten hat und der andere nicht. Deswegen sind Verträge wichtig, das muss man auch machen, aber wir arbeiten jetzt erstmal halt vertragsfrei oder vertragsneutral oder das kann man ja sehen, wie man will. Jeder, der meint, er ist woanders besser aufgehoben, sollte da auch hingehen. Woran man keinen hindern sollte,
wenn man von sich überzeugt ist, von seiner Arbeit, von dem, was man macht, was man auch glaubt zu vermitteln oder auch nicht, sag ich, dem muss man nicht gleich einen Vertrag unter die Nase halten. Hier, du musst erst unterschreiben, bevor du hier den ersten Schritt reinsetzt. Das möchte ich halt nicht. Ich möchte schon, jeder, der kommt, der soll sich das erstmal angucken, passt das? Manchmal ist es auch so, kriegt man das erst so nach ein, zwei Wochen mit so viel, ah ja, irgendwie ist das ja doch nicht so richtig das, was ich wollte. Das ist vielleicht auch für den einen zu anstrengend. Vielleicht auch die Mentalität, kommen ja auch ganz viele nicht klar, so mit diesen klaren Ansagen, dann sollte man ihn doch nicht am Vertrag so hindern und sagen so, ja, nee, aber jetzt hast du den Vertrag, du musst das jetzt hier machen. Dass wir irgendwann mal welche machen müssen, das ist so, das ist überall so, ist ja das gleiche, als wenn du jetzt einen Werbepartner hast, mit dem hast du auch einen Vertrag. Ich habe ganz viele Werbepartner, da sage ich, ja, machst du mit, machst du nicht, ja, ja, mach mit und da läuft das. Das ist echt entspannt, da gibt es, komischerweise gibt es bei so Sachen nie Streit, nie Ärger, das funktioniert alles. Habe ich zum Ende noch eine Frage, was ich denke, was viele Leute interessiert. Wo soll denn der Weg mit GB German Sports hingehen? Ja, als allererstes natürlich ist es natürlich jetzt eine Unabhängigkeit, die man hat. Man kann selbst entscheiden, was man macht, was man nicht macht. Und für mich ist ganz wichtig, man sportlich. Wir haben ganz klar sportliche Ziele. Das heißt, wir wollen Weltmeistergürtel. Das sehe ich ganz einfach, dass wir in unserer Arbeit, den wollen wir natürlich auch mit Erfolg krönen. Das heißt, dass wir selber veranstalten, Weltmeister küren. Und das ist eigentlich mein großes Ziel. Wir wollen Titel sammeln.